herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben heute Mittwoch, den 31. Ihr habt eben schon gesehen, ich habe den Sonnenschirm aufgestellt. Ich hoffe, der hält auch. War nicht so teuer. Schauen wir mal. Ich habe jetzt mein DM-Paket bekommen. Ich habe vor ein paar Tagen online bestellt, weil es wieder mal 10% gab. Und jetzt zeige ich euch, was ich da so bestellt habe. Wieder mal Erdbeerscheiben. Die getrockneten Früchte sind übrigens mega, mega lecker bei DM. Ich nutze die ja morgens mit Joghurt. Paranusskerne für Müsli morgens. Dann hatte ich irgendwie so richtig Bock auf Grießbrei selbstgemachten. Ich habe mir jetzt einfach mal so ein Dinkelgrieß bestellt. Ich finde das immer mega lecker, wenn man dazu irgendwelche Früchte einfach dann da reinschmeißt. Ich dachte so als Abendessen vielleicht mal, gerade wenn es jetzt so warm ist, hat man ja doch meistens immer eher irgendwie Lust auf was Leichteres. Dann habe ich Dinkelflakes bestellt fürs Müsli. So, dann gucke ich mal, was hier drin ist. Ich habe einmal neues Puder bestellt, weil meins so langsam den Geist aufgibt, also leer wird. Dann habe ich mir einen neuen Spitzer bestellt, weil mein alter spitzt irgendwie nicht mehr so richtig. Dann habe ich mir einen Eyeliner gekauft, das ist ein Petrol. Ich kann mir vorstellen, dass der echt auch ganz cool ist. Ich werde einfach mal. Oh ja. Ich kann man nicht so gut erkennen. Ne? Das ist so ein, ja, ein dunkles Petrol. Der ist wirklich sehr schön. Stelle ich mir jetzt auch für den Sommer echt schön vor. Dann habe ich mir einen blauen Kajal geholt. Dann habe ich mir noch zwei Tuchmasken geholt. Die finde ich besonders angenehm, wenn man den ganzen Tag in der Sonne war. Abends auch so ein bisschen schon abkühlen. Wichtig, Lippenpflege mit Sonnenschutz. Ich bin nämlich super empfindlich. Dann habe ich mir extra fürs Gesicht eine Sonnencreme geholt, weil ich finde, die normale ist immer sehr, sehr fettig und ich bekomme sehr schnell davon Pickel. Deswegen habe ich mir extra fürs Gesicht eine geholt. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Dann habe ich mir diese wiederverwendbaren Make-up-Korrekturstäbchen gekauft, weil ich hoffe, dass ich dadurch weniger Verbrauch von den Wattestäbchen habe. Da bin ich mal gespannt drauf. Dann neue Sonnencreme, weil meine, ich habe zwar noch was von letztem Jahr, aber da ist hier dieses Octocrylen drin und dann soll man die im nächsten Jahr nicht mehr verwenden, weil das krebserregend sein kann. Bei mir immer 50 oder 30 auf jeden Fall, weil ich so ein empfindlicher Hauttyp bin. Dann habe ich mir einfach mal ein Volumen-Shampoo gekauft von Balea. Ich benutze ja eigentlich im Moment die festen Shampoos und bin auch eigentlich damit zufrieden. Aber irgendwie brauche ich einfach mal was anderes. Ich habe zwar kein dünnes Haar, sondern eher dickes Haar, aber naja, Volumen habe ich auch nicht. Deswegen dachte ich, ich probiere das einfach mal. Dann habe ich auch noch dieses mega gehypte Shampoo einfach mal geholt. Das habe ich jetzt schon bei einigen gesehen, soll super sein. Was mir immer wichtig ist, dass es ohne Silikone ist. Da bin ich auf jeden Fall echt mal gespannt, weil das natürlich einfach dreimal so teuer ist wie das von Balea. Ich wollte es aber einfach mal ausprobieren. Wattepads. Dann habe ich mir ein neues Hitzeschutzspray gekauft. Mein altes ist nämlich auch schon super, super alt. Ich glaube, das kann ich echt mal wegtun. Hält bei mir echt immer lange, weil ich es gar nicht so oft brauche. Dann Himbeeren fürs Frühstück. Cranberries fürs Frühstück. Dann habe ich mir mal
Zündhölzer gekauft, große, weil mein Feuerzeug macht irgendwie immer mal wieder Schnapp. Dann jetzt auch für den Sommer schön für so einen Couscous-Salat oder ich hatte mal vor, damit Chiköfte zu machen, also so veganer Chiköfte. Das ist nämlich auch richtig, richtig lecker, gerade jetzt für den Sommer sowas Frisches. Dann habe ich noch Walnusskerne fürs Frühstück. Dann habe ich mir mal so ein neues Haarspray bestellt. Also das scheint jetzt irgendwie ganz neu zu sein. Und das ist hier auch mit UV-Schutz. Das fand ich ganz cool. Und ohne Silikone. Ich bin mal echt gespannt. Ich hoffe, das ist richtig gut. Dann habe ich einmal Kosmetiktücher. Dann Teelichter. Ich habe nämlich keine mehr. Dann habe ich, das ist einmal Holzreiniger von Frosch. Den wollte ich mal für meinen Tisch benutzen, weil da schon so Wasserflecken und so drauf sind, also für den Esstisch. Dann habe ich mir zweimal Kulturtaschen bestellt. Einmal eine gestreifte und einmal eine schwarze. Ich wollte nämlich eine mal wieder haben für meine kompletten Medikamente, die ich dann in den Schrank stelle, weil im Moment flogen die irgendwie einfach nur in der Küchenschublade rum. Und einmal wirklich für Urlaub, weil die ich aktuell habe, ist einfach zu klein, da passt nur Make-up rein. So, dann einmal Zippers. Meine sind nämlich leer und der Rest ist Deko. Das packe ich jetzt mal aus und zeige es euch dann direkt ausgepackt. So, jetzt habe ich die Sachen nochmal ausgepackt. Ich habe mir so maritime Deko bestellt. Die hatten echt süße Sachen. Dann habe ich einmal so einen Anker, so eine Truhe. Kann man sogar aufmachen, was reintun. Dann einmal so einen Seestern. Bei dem habe ich ehrlich gesagt gedacht, der ist kleiner. Der ist doch recht groß. Und dann einmal diese zwei Flächen. Und bei denen habe ich gedacht, die sind größer. Also da hat sich das Verhältnis so ein bisschen gekippt. Dann habe ich noch drei Duftkerzen. Das sind diese einfachen von Profissimo, also von DM. Die finde ich eigentlich immer ganz schön, auch draußen dann auf dem Tisch, wenn man noch abends was draußen sitzt. Und hier sind einmal die zwei Taschen. Also einmal hier so ein schwarz gestreifter. Ich denke mal, hier werde ich die Medikamente reinbringen. Und einmal so ein etwas größerer Beutel, den ich dann für die ganzen anderen Sachen nutze. So. Ich räume das jetzt mal weg und dekoriert zeige ich euch später. Ich war nämlich letzte Woche schon mal bei DM in der Stadt, weil online alles an Trockenshampoo ausverkauft war. Und da habe ich mir noch andere Sachen davon gekauft. Zeige ich euch dann gleich. So, hallo ihr Lieben, ich habe meinen ersten Arbeitstag hinter mir, habe mir, wie man sieht, einfach nur eben einen Zopf gemacht, sehe schon mega fertig aus, weil ich einfach mal eben 10 Stunden arbeiten war und es ganz schön warm ist und ich heute auch das erste Mal wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin. Und ja, war schon wieder richtig anstrengend, ich kann auf jeden Fall schon wieder Urlaub gebrauchen. Und ich wollte euch noch meine Deko zeigen. Ich hatte ja bei DM so ein paar maritime Deko gekauft und die wollte ich euch jetzt zeigen. So, jetzt dürfte auch das Bild wieder besser sein, weil bei mir ist nur die Selfie-Kamera da kaputt. Also ich habe hier ein bisschen maritim dekoriert, wie man sieht. Hier auch noch so mit dem Schiff. Also mir gefällt das mega gut, muss ich sagen. Ich muss mal da noch ein Bild in den Bilderrahmen tun. Und dann habe ich noch den viel zu großen Stern, habe ich hier hingestellt. Und hier noch die Kiste mit diesen zwei Fläschchen. Dann hat mich eben noch ein Amazon-Paket erreicht. Und zwar habe ich mir Shadow und Ember gekauft. Das ist
von derselben Autorin wie die Blood and Ash-Reihe. Und man sah, soll nach dem dritten Teil, soll man erstmal diesen hier lesen. Auch wenn es eine neue Reihe ist, handelt sie trotzdem in derselben, also handelt von derselben Welt. Und zwar geht es da so ein bisschen da um vor die Kriegszeit quasi. Und man soll diesen Teil lesen, bevor man den vierten Teil liest, weil man den vierten Teil dann einfach besser versteht. Den dritten Teil habe ich fertig. Den habe ich allerdings schon meiner Mutter zum Lesen gegeben. Deswegen kein Bild vom dritten Teil. Der dritte Teil war auch wieder super gut. Also die komplette Reihe ist eigentlich von vorne bis hinten 10 von 10 Sterne. Ich werde auch meiner Mutter das Buch erstmal geben. Das bringe ich ihr morgen, weil die natürlich im Moment, dadurch, dass sie krankgeschrieben ist, viel Zeit zum Lesen hat. Und jetzt auch schon das dritte Buch irgendwie schon ein Viertel durch hat. Deswegen gebe ich ihr ihn zuerst und ich schaue mal, was ich in der Zwischenzeit lese. Mal gucken. Und dann habe ich mir noch so AirPod-Verschnitte gekauft. Und zwar hatte ich das bei einer anderen Instagrammerin gesehen. Die meinte, für den Preis sind die wirklich gut. Also die haben jetzt mit so einem Rabattcode irgendwie, ich glaube, 21 € gekostet. Die werde ich mal ausprobieren, weil ich halt jetzt nicht so viel Geld ausgeben wollte für AirPods. Ich bin mal gespannt. Ja, ansonsten nicht viel Neues. Ich bin ziemlich platt. Ich habe Nudel-Schinken-Gratin im Ofen. Ich bin fleißig am Layern. Und dann wünsche ich euch jedenfalls noch einen schönen Montag. Heute ist nämlich der 5. Und sag bis zum nächsten Mal. Hello Party People, it's Weekend. Wir haben heute Freitag, den 9. Heute war eigentlich Brückentag, aber ich musste arbeiten. Und ich war jetzt schon 30 Minuten auf dem Laufband und jetzt habe ich mir einen fetten Salat gemacht. Ja, mit Mais, Garnelen, Surimi, Tomaten, Gurke, Pilze. Genau, und dazu noch Toast mit Butter. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Und gleich gehe ich noch zu einer Freundin ein Bierchen trinken. Und morgen veranstalten wir hier einen Gartentag. Wir müssen ja die Umlagen hier selber pflegen. Und dann wollten wir hier mit dem Haus mal ein bisschen was tun ums Haus rum hier und abends was grillen und eventuell dann noch aufs Weinfest gehen. Mal sehen. Genau, ich lasse mir jetzt erstmal schmecken und wünsche euch ein schönes Wochenende. Hallo ihr Lieben, es ist eine ganz schön lange Zeit vergangen. Wir haben heute tatsächlich schon den 16.06. Ich bin einfach in den letzten Tagen überhaupt nicht dazu gekommen, irgendwas zu filmen. Mir war auch nicht so danach und ich war auch ziemlich im Stress, ehrlich gesagt. Also wird oder ist dieser Vlog auch gar nicht mal so lange. Ich wollte zum Abschluss eigentlich auch nur eben sagen, ich war gerade beim Nägel machen. Ich habe mir einfach jetzt mal so rot mit so einem leichten Glitzer machen lassen. Ich finde es auch mega, mega schick. Mag es total gerne. Und ich wollte noch kurz die Review zu dem Buch geben. Das ist ja der erste Band von der Lost Boys Reihe. Fand ich auch super nett. Also leicht geschrieben. Man konnte es wirklich gut durchlesen. Es war von der Handlung her eigentlich sehr nett. Typische Romance New Adult Geschichte halt. Also ich musste jetzt nicht weinen oder so und trotzdem fand ich die Geschichte wirklich sehr schön.
Und ich habe dem Buch 8 von 10 Sternen gegeben. Ist auch relativ dick, würde ich sagen, für so ein New Romance, New Adult Buch. Hat also fast 500 Seiten. Ich habe es im Prinzip aber jetzt nur erstmal für zwischendurch gelesen, weil ich ja eigentlich auf, bei der Blood and Ash Reihe dran war. Aber meine Mutter liest die quasi gerade gleichzeitig, beziehungsweise sie ist jetzt fertig mit dem vierten Band, weil sie einfach schneller liest, weil sie im Moment zu Hause ist. Und deswegen habe ich ihr den Vortritt gelassen. Die Bücher, also hole ich mir morgen aber ab, die zwei, die ich noch nicht gelesen habe. Und dann mache ich erstmal damit weiter. Ja, so ein Romance-Schnulzenbuch zwischendurch ist auf jeden Fall nett. Aber ich habe schon gemerkt, dass mir irgendwie so ein bisschen die Action und das Gemetzel fehlen. Also irgendwie glaube ich mittlerweile, dass ich doch so ein bisschen mehr im Fantasy-Genre zu Hause bin. Wobei sowas wirklich auch ganz nett ist zwischendurch. Genau, und damit möchte ich auch den Vlog jetzt beenden. Morgen gehe ich mit meiner Familie essen, da freue ich mich drauf. Und Sonntag habe ich ein Fotoshooting mit einer Freundin und ihren Kindern zusammen. Da habe ich letztes Jahr bei demselben auch schon mal ein Shooting gehabt mit ihr. Und wir haben gedacht, ja, warum nicht, kann man nochmal machen, ne? Dazu werde ich aber im nächsten Vlog berichten. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Give it to me like...